Moin und hallo, ich begrüße euch ganz herzlich wieder hier aus meinem Bastelzimmer. Ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen klinge ich ein bisschen nasal. Es tut mir leid, wenn das für euch ein bisschen unangenehm ist. Aber es ist so eine leichte Sommererkältung. Naja, kam ja aus dem warmen Spanien wieder und habe mich dann irgendwie wahrscheinlich verkühlt oder mir irgendwas eingefangen. Aber es wird besser, nur damit euch nicht wundert, dass die Stimme irgendwie komisch klingt. Ich habe ja mit euch diese Five Brands Disney Toy Minis ausgepackt. Und ich habe auch Mickey and Friends hier ausgepackt. Ich weiß gar nicht, wo sie ist gerade, aber ich habe da so eine kleine Daisy bekommen, das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen. Und es gehen ja im Moment sehr, sehr viele Sachen rum und ich kam auch nicht dran vorbei. Ich habe mir hier so eine Disney 100 Kapsel gekauft. Ja, ich finde es so cool, weil es ist so ein bisschen in die japanische Richtung. Die haben ja immer so viel Gadgets, so viel Gachapon und diese ganzen Kugeln, wo so Überraschungen drin sind. Und ich freue mich, ich habe so richtig Lust, die auszupacken. Und vielleicht habt ihr ja Lust, mit mir die zusammen auszupacken. Das ist meine allererste. Das ist die Surprise Kapsel. Ich zeige es euch gleich nochmal. 100 Disney Collection. Da sind so drei Sachen drin. Erstmal gibt es hier zwei Hinweisplättchen. Ich erkläre euch das mal ganz kurz oben und unten. Einen müssen wir rubbeln, wie so rubbellos und andere ist, glaube ich, einfach mit so einem Fingerprint. Der muss man warm rubbeln, damit man den Hinweis bekommt. Dann sind da drei Gadgets drin und die Figur. Ich bin gespannt, was wir haben. Ich würde sagen, wir packen es jetzt zusammen aus. Ich habe meine Kapsel jetzt bei Amazon geshoppt. Die gibt es aber auch in jedem Spielzeugladen und kostet ungefähr 10 bis 15 Euro. Ja, da sind, wie gesagt, drei Sachen drin. Zwei kleine Sachen, die zum Charakter passen, die Hinweis geben auf den Charakter, den man nachher drin hat. Und halt dann einmal diese Hinweisplättchen vorweg, die man rubbeln muss und erwärmen muss. Ich bin mal sehr gespannt. Wir versuchen das Ganze jetzt einfach mal. Und ich bin ganz aufgeregt. Es wird bestimmt nicht meine letzte sein. Ich liebe sowas. Das ist einfach immer richtig spannend. Und wir packen das jetzt mal zusammen aus. So, als erstes öffnet man sie. Oh, ich bin gespannt. Hier sowas. Ja, okay, fällt mir hier schon raus. Ich glaube, ich habe mir die Überraschung schon verdorben. Ich habe nämlich gerade schon gesehen, was drin ist. Ja, tatsächlich hat sich hier leider das untere Teil gerade abgelöst. Das soll eigentlich nicht so sein, es soll ja zusammenbleiben. Wir machen es jetzt aber trotzdem, auch wenn ich die Überraschung schon weiß. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen. Man soll als erstes hier oben öffnen. Hier ist die kleine Hinweiskarte, die wir einmal frei rubbeln müssen. Ja. Ich bin aber schon mal nicht enttäuscht, wenn es wirklich jetzt vielleicht die Figur ist, die ich erwarte. Irgendwie soll man das mit diesem Deckel hier rubbeln, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Okay. So. Das dauert alles länger als erwartet, ja. Vielleicht mache ich das nachher nochmal richtig. Okay, so geht es ganz gut. So, jetzt hat man hier wieder hier den ganzen Kladderadatsch hier rumliegen. Also das ist jetzt der erste Hinweis. Das ist, ja, sieht aus wie ein See und da ist so ein Felsen. Also, keine Ahnung. Mal gucken, was das bedeutet. Dann können wir sie hier oben aufmachen. Das packen wir beiseite. Kommt Hinweis Nummer 2 hier unten. Okay, den kann man nur so rausheben. Den kann man wieder zumachen. Da. Okay. Hinweis Nummer 2 muss man einmal warm rubbeln. Hier sieht man so ein kleines Stück vom Haar. Was kann man sich darunter vorstellen? Also ihr könnt ja mal raten in den Kommentaren. Ich weiß es schon, weil ich sowieso schon gewusst habe. Was ist es? Also ihr dürft gerne mal mitraten. Das sind die beiden Hinweiskarten. Dieses Teil hier packe ich jetzt hier oben wieder drauf. Und hier wieder reinstecken. Das Schöne an diesen Sachen ist, zeige ich euch gleich am Ende, man kann das Plastik weiterverwenden. Das finde ich großartig. So, hier ist Hinweis Nummer 3 drin. Das bleibt jetzt erstmal noch am Ende. So, und jetzt öffnen wir die Box, die schön aus Papier ist, aber so schön Evil Dazzling. Hier haben wir drei kleine Sachen drin. Na? So, das
andere packen wir gleich aus. Hier haben wir. Da ist auch schon ein Loch drin. Nummer 1. Nummer 2. Ich könnte übrigens nebenbei für Instagram, nicht wundern. Nummer 3. Ich habe jetzt nur eine. So, wir machen zuerst Nummer 1 auf. Das ist der erste Hinweis für unsere Figur. Und das ist ein kleiner Fingerhut. Ja. Und ich könnte ja weiterhin raten, was es sein soll. Ein Fingerhut. Dann haben wir Nummer 2. Ach, süß. Eine kleine Garnspule. Die ist auch super süß. Eine kleine Garnspule. Und ich hätte es jetzt tatsächlich auch schon erraten. Ihr habt ja fleißig schon mitgeraten. Was glaubt ihr, was es ist? Es ist natürlich Tinkerbell. Tinkerbell. Ja, wow. Und meine Tinkerbell hat ein bisschen kaputten Flügel. Das ist ja schon mal... Ja, okay, ist nicht gebrochen. Ja, Tinkerbell ist meine Figur. Ich habe es leider schon gesehen. Ich zeige euch gleich, warum das untere Teil leider rausgefallen ist. Und ja, der Hinweis natürlich auf die Spule und den Kuss, den wer Peter Pan kennt, weiß, dass Tinkerbell ist ja eh. Also warum heißt sie Tinker übrigens? Tinker ist das englische Wort für basteln und Tinkerbell heißt sie eigentlich im Original, weil sie eine Repair Fairy ist. Also sie repariert Sachen und näht Sachen und ja, ist eigentlich die Bastelqueen. Also wer auch die Tinkerbell-Filme gesehen hat, weiß, warum Tinkerbell auch Tinkerbell heißt. Sie ist die Bastelqueen unter all den Feen. Ja. Süß, oder? So, und jetzt haben wir hier noch das andere Teil. Und das ist mir eben am Anfang ja schon auseinandergefallen. Da ist hier der Aufkleber drauf, der auf das Plastik kommt. Und da habe ich leider schon gesehen, die Figur ist Tinkerbell. Ja, dann haben wir hier noch einen Hintergrund. Und ich glaube, hier war auch noch was drin. Hier ist noch so ein bisschen Informationen, wo die Figur drauf stehen darf. Das ist ja auch steht, hat sie hier so ein... ja, so ein Ständer nennt sich das ja. Mal gucken, ob ich ihre Füßchen da reinbekomme. Na, das will hier alles nicht so, wie ich das möchte. Aber andersrum geht es auch nicht, ne? Nein, so rum ist richtig. Okay, wir schauen nochmal, ob das irgendwie funktioniert, ob ich die da irgendwie reinbekomme. Im Moment will sie gerade nicht. Genau, dann haben wir hier die Plastikteile und wir haben ja natürlich noch die Pappe. Und in der Pappe selber ist noch so ein Hintergrund. Hier ist, ich habe das schon gesehen bei anderen, deswegen kann ich euch das so sagen. Man soll die nachher aufstellen können. Jetzt muss ich mal gucken, wie man das hier am besten macht. Ob man das jetzt hier auseinander machen muss, ob das da irgendwo perforiert ist. Ich weiß gerade nicht, wie ich das hier auseinanderkriegen soll, ohne das kaputt zu machen. Na. Okay, erstmal das raus. Ah, nee, es ist nur locker drin. Das brauchen wir nicht mehr, das kommt weg. Aber das hier war so fest drin, dass ich es echt nicht rausbekommen habe. So, und jetzt soll man, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken in die Instruction. Ja. Genau. So, soll man das jetzt aufbauen? Das heißt, man soll die Dinger so... Okay, dann müssen wir das doch entfernen. Das bleibt entfernt und das hier... Bin ich mir nicht sicher, ob das da drin bleibt oder nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. So. Oh. Hier steht dann Disney 100 und hier habt ihr die Seite, da kommt jetzt der Sticker drauf. So, Sticker. Ich hätte zwar gerne Simba gehabt oder irgendeine Prinzessin, aber ich muss sagen, ich bin mit Tinkerbell völlig zufrieden. Tinkerbell ist so süß. Und jetzt muss ich mal gucken, wie man das hier zusammenbaut. Ich kann euch auch gleich zeigen, hier sind auch noch zwei Mystery-Figuren. Ah ja, hier ist die Anleitung, wie man das zusammenbaut. Wie man es auseinanderbaut und zusammenbaut. Also das bleibt hier oben drin. Da kann man vielleicht jetzt auch die Goodies hier mit reintun, die hier noch dabei sind. Die kann ich jetzt einfach mal hier unten reinschmeißen. So, dann haben wir hier den Hintergrund.
ist natürlich die Peter Pan Area, wo das Nimmerland, ne? So, dann kommt das hier hinten reingesteckt. Der hier kommt hier oben drauf. So soll das dann aussehen. Und dann kommt die Figur hier mit drauf. So, mit den Goodies. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, irgendwie will die hier nicht in ihre Position rein. Vielleicht muss ich da nochmal nachjustieren. Die Figur hat hier so ein paar Ränder vom Gießen. Ordentlich reinquetschen in den Ständer. Ja. Und dann, that's it. Ich kann euch das gleich nochmal, bevor es auseinanderfällt, eingeblendet zeigen, wie das denn ausschaut, aber ja, wie es dann steht, aber es ist schon süß, oder? Ist schon echt süß. Ich hoffe, meine nächste Figur ist ein bisschen robuster. Es ist nicht ganz so, dass die so kaputt geht oder so auseinanderfällt. Genau, und hier zeige ich euch nochmal ganz kurz hier, das sind die Figuren, die drin sein sollen. Ja, Mickey ist natürlich dort. Alice würde ich richtig toll finden. Vaiana finde ich mega. Gut, Olaf kennt man schon so viel. Und Simba wäre natürlich meine. Und hier sind zwei Mystery-Figuren. Da wäre ich natürlich sehr, sehr gespannt, welche das sind. Habt ihr die Surprise-Capsules schon? Habt ihr sie nicht? Habt ihr sie irgendwie schon mal ausprobiert? Welche Figuren habt ihr drin? Wenn ihr tauschen wollt oder irgendwas, wenn ihr irgendeine doppelt habt und eine andere gerne hättet, ich werde bestimmt nicht meine letzte sein, dann ja, schaut gerne nochmal bei mir vorbei oder schreibt mich an auf Instagram oder auf hier auf YouTube und ich würde mich freuen. Und ja, ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart, mit mir das ausgepackt habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dann!